guten Morgen hier aus Wendt. Ja, wir starten jetzt hier unsere 5. Etappe vom E5. Wobei E5, das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Denn wir befinden uns seit gestern schon auf einer der Varianten, die über Wendt und der Similaunhütte zum Vernackstausee führt. Der originäre E5, der würde nämlich stattdessen übers Timmelsjoch verlaufen. Ja, und wir starten jetzt hier in Wendt hinauf erstmal zur Martin-Busch-Hütte. Von dort geht es dann weiter hinauf auf knapp über 3000 Meter zur Similaunhütte. Und danach folgt dann noch der Abstieg zum Vernackstausee. Von unserer Unterkunft in Wendt starten wir auf die 5. Etappe unserer Alpenüberquerung. Über eine Brücke überqueren wir zunächst die Wendter Ache. Nach einer Abkürzung erreichen wir wieder den Forstweg. Fast eben geht es über diesen nun tiefer ins Tal hinein. Bereits hier passieren wir einige Schafherden. Es sollen heute aber nicht die letzten sein. Im Hintergrund erstrahlt inzwischen bereits der schneebedeckte Similaun im Sonnenlicht. Leicht ansteigend folgen wir dem Forstweg hinauf. Dann erreichen wir die Schäferhütte. Hinter der Hütte wird der Weg langsam etwas steiler und wir können zudem die ersten Sonnenstrahlen des Tages genießen. Kurz vor der Martin-Busch-Hütte warnt uns ein Schild vor dem Funkloch, welches wir hinter diesem betreten. Ein paar Minuten später erreichen wir dann die Hütte, wo wir eine kurze Trinkpause einlegen. Von der Sonnenterrasse genießen wir noch etwas den Ausblick auf die hintere Schwärze und machen uns dann auf den Weg hinauf zur Similaunhütte. Ja, nach etwa 2 Stunden haben wir jetzt die Martin-Busch-Hütte passiert, danach kurze Trinkpause eingelegt. Der Weg, der führt jetzt erstmal relativ eben weiter. Hier macht er so eine leichte Linkskurve und erst ganz am Ende geht es dann steiler bergauf zur Similaunhütte. Von der Martin-Busch-Hütte verläuft der Weg hinauf zur Similaunhütte zunächst noch ziemlich flach. Dann passieren wir den Abzweig zur Ötzi-Fundstelle. Spätestens der Fund dieser wohl bekanntesten Leiche Südtirols hat erwiesen, dass der Weg über das Niederjoch bereits 3000 Jahre vor Christus zur Überquerung vom Alpenhauptkamm verwendet wurde. Auf selben Weg traben übrigens auch tausende Schafe jedes Jahr im Juni und September über das Joch. Einige von ihnen haben wir heute ja auch schon kennenlernen dürfen. In dem kargen Gelände kurz vor dem Niederjoch sind Schafe inzwischen aber nicht mehr zu sehen. Stattdessen sind wir von vielen Steinen und auch ein paar kleineren Gletscherseen umgeben. Zurück ins Tal zeigt den langen Zustiegsweg, welcher nur kurz vor der Similaunhütte auch zunehmend steiler wird. Dann erreichen wir endlich die am Niederjoch gelegene Similaunhütte, den mit 3019 Metern höchsten Punkt der heutigen Etappe. So, jetzt sind wir oben angekommen an der Similaunhütte auf knapp über 3000 Metern. Ja, hier legen wir jetzt eine kurze Pause ein und dann machen wir unseren Abstieg runter nach Vernagt zu dem Stausee. Ja, hier hinter mir, da sieht man auch den Similaun auf dem Berg, da waren wir ja schon mal oben. Das Video dazu verlinke ich euch oben gerne nochmal. Ist eine leichte Hochtour, aber trotzdem sehr, sehr schön mit einer super Aussicht oben. Also durchaus zu empfehlen, zumindest solange der Gletscher noch da ist. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir hier waren, ist das schon wieder ein Stück abgeschmolzen. Also halt durch ran, dass er dann nochmal raufkommt. Auf der Similaunhütte gönnen wir uns noch ein leckeres Mittagessen und genießen im Anschluss noch ein wenig die tolle Aussicht auf der Sonnenterrasse. We'll be right back.
Beim Beginn unseres Abstiegs nach Vernagt zieht eine Wolke über das Niederjoch. Die wabernden Wolkenschwaden erzeugen an dem anfangs noch recht steilen und ab und zu etwas ausgesetzten Steig eine mystische Stimmung. Stellenweise ist der Steig auch hier mit Ketten und Seilen gesichert. Schon bald kommen wir aus dem steileren Teil des Steigs heraus und es geht in vielen Kehren hinab ins Tal. Nach und nach wird die Umgebung wieder grüner. Immer wieder fließen auch kleinere Bäche neben und auch über unseren Abstiegsweg hinweg. Vorbei an einer Kuhherde folgen wir dem Steig weiter bergab. Hinter einer steinigen Rinne säumen inzwischen auch wieder viele Bäume den Weg. Durch den schönen Lärchenwald steigen wir in angenehmer Steigung weiter im Tiesental hinab. Dann passieren wir den Tiesenhof und folgen der Straße bergab weiter nach Vernagt. So, wir sind jetzt hier am Vernagt-Stausee angekommen. Ja, der Abstieg war jetzt halt eigentlich relativ angenehm. Oben waren wir noch ein ziemlich kargen Gelände. Da ging es dann etwas steiler runter. Teils auch mal mit Stahlseil gesichert. Also konnte man eigentlich sehr gut runtergehen. Weiter unten wurde es dann nach und nach flacher. Und man kann immer weiter wieder in grüneres Gelände rein. Ja, und jetzt sind wir hier am Vernagt-Speichersee und schauen mal, wie wir jetzt hier zu unserer Unterkunft kommen. Angekommen in Vernagt folgen wir dem Weg nach unserer Frau und überqueren die Staumauer. Am Ende der Staumauer folgen wir dem Steig nach links. Quer am Hang verläuft der Steig dann mit ein paar Gegenanstiegen hinab zu unserer Unterkunft in Madonna di Senales. So, wir sind jetzt gleich in dem kleinen Örtchen Unser Frau im Schnalztal angekommen. Ja, und während für viele Wandergruppen die Alpenüberquerung mit dem Vernagt-Stausee ja vorbei ist, geht es für uns aber jetzt noch zwei Tage weiter. Wir folgen nämlich jetzt morgen dem Meraner Höhenweg über zwei Etappen weiter bis nach Meran. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.